The Cave 2. Und wieder ein Boss-Challenge-Raum, in den ich nicht reinkomme. Fächerschuss, Spinnen. Fliege, mach mal dein Ding. Danke. So, Gefahr gebannt. Backhand-Menschen! Backhand-Menschen! Ja, die bluten alle voll und wenn man denen zu nahe kommt, dann machen sie, glaub... Nee, machen sie gar nichts. Ich glaube, die können so Fontänen spucken. Da haben wir wieder einen Blutzollraum. Ich gehe da mal rein. Okay, da haben wir eine Kiste, die wir sprengen müssen. In den roten Kisten können ja ab und zu Trollbomben drin sein, deswegen lassen wir das einfach von selbst sprengen. Oh, Guppy's Head. Sehr gut. Können wir selber diese Fliegen spawnen. Außerdem lädt sich der Guppy-Kopf oder der Katzenkopf jeden Raum auf, den wir clearen. Also braucht man nur einmal aufladen. Hier haben wir eine weiße Pille. Amnesie. Wir haben gerade unsere Map verloren. Wir haben keine Map mehr, die wir aufrufen können. Wir sind orientierungslos. Und natürlich eine Telepille. Ach, soll ich die nur nutzen? Wenn ich Pech habe, lande ich jetzt in einen Error-Room, obwohl ich die Ebene noch nicht geklärt habe. Das wäre scheiße. Da würden mir Items entgehen. Würden mir da. Ich behalte den Kopf, auf jeden Fall. Ich benutze nicht die Dings. Und hier Backmenschen wieder und ja, sind eigentlich nur irgendwelche Riesen-Zombies, die zerteilt sind. Also aus diesen sehen aus wie Kloschüsseln. Aus denen können halt Backmenschen werden. Und wir gehen jetzt mal den Weg hier weiter. Ja, machen wir jetzt mal den Weg hier erkunden. Die Zelda-Skelette. Das sind fast die gleichen Skelette wie in Zelda. Außer, dass sie nicht springen können. Also aus A Link to the Past kennt man die. Die blöden Knochenschmeißer. Da sind sie wieder. Weg sind sie. Und ein Schlüssel. Wunderbar. Ich könnte hier mal neu Fliegen spawnen. Ihr kommt nicht an mich ran, weil ihr zu weit weg seid. Sehr gut. Oh, wir haben ordentlich Range up. Sehr gut. Wo gehe ich jetzt nächstes lang? Nach links. Ach nein. Ah, das sind die gerade schießen. Den kann man leichter ausweichen. Und da haben wir ein, ich nenne das Bauchnabel. Es sieht aus wie Fettgewebe. Und deswegen finde ich Bauchnabel passender. Man könnte es auch als Arschloch deklarieren. Aber ich sag, es ist ein Bauchnabel. Es ist angenehmer zu sagen, es ist ein Bauchnabel. Und da ist der Goldraum, endlich. Und das sind Hosts. Sie greifen nur an, wenn wir sie nicht angreifen. Und sind nur verletzbar, wenn sie angreifen. Und wir machen... Moment. The fuck? Warum? Oh, ich muss aufpassen, dass ich da das Ding nicht kaputt mache. Die Bombe. Hey, du Arsch. Ich darf nicht, okay, ich muss aufpassen, wo ich hinlaufe. Warum habe ich diesen Effekt auf einmal? Wie kommt der denn zustande? Egal. Sissy Longlegs. She loves, keine Ahnung, ich weiß, ich hatte das Spiel auch schon mal, ich weiß nicht, was es kann. Ich weiß nicht, was das kann. Habe ich eigentlich schon erzählt, dass das Spiel ein Problem mit der G110 von Logitech hat, also der Tastatur, und mir deswegen die erste Aufnahme kaputt gegangen ist, von meinem ersten Run? Ja, ich glaube schon, also vergiss es wieder. Warum laufe ich jetzt da lang? Ich weiß nicht, was diese blöde Spinne kann. Sie läuft mir einfach stumpf hinterher und... Weiß ich nicht. Macht sie Schaden beim Gegner? Ja, sie macht... Nee, sie sind... Die sind in den Stacheln gelandet. Ich weiß nicht, was... Was kannst du? Oh, du kannst Ding spawnen. Hast du den aber gespawnt, weil ich verletzt wurde, oder... Ich weiß es nicht. Ich muss öfters mal meinen Kopf einsetzen. Oh, hallo. Das war der Greed. Das war auch ein Mini-Boss. Und der ist jetzt tot.
Und der droppt halt gern den Steam Sale, den wir aber bereits haben. So, wieder die Katze einsetzen. Ich könnte versuchen, da schräg rüber zu laufen. Und manchmal funktioniert das, dass man da keinen Schaden nimmt. Früher hat es besser funktioniert. Heute sind die Stacheln da ein bisschen stärker. Oh, da ist ein rosa Champion. Ich muss mir merken, dass ich durch Steine laufen kann. Und am besten, man macht alle Steine kaputt. Da schaltet man auch Sachen frei. Und da sind wieder die Bauchnebel. Die Fettgewebe-Bauchnebel. Nebel. Nebel? Nebel. Bauchnebel. Ich habe Nebel um Bauch. Nee, nicht den Stein da unten kaputt machen. Ich könnte versuchen, den Geheimraum zu finden. Ach nee, das... Oh, da können auch Pillen rauskommen. Was passiert, wenn ich nochmal einsetze? Amnesie? Nee, ich krieg meine Karte leider nicht zurück. Ich muss... Also, Pilze können mich auch verletzen. Ich muss aufpassen. Ja, fliegen. Fliegenheiz, mach du das mal. Danke. Also, Rotten Baby macht hier die ganzen Gegner gerade platt. Mit seinen Fliegen. Wollt nichts tun. So, jetzt oben waren wir gerade. Da war nichts. Nee, doch, da ist ja noch eine Tür. Oder waren wir da schon drin? Ah, nee. Hier geht's zurück. Da gab's auch noch Wege. Stalker-Spinn. Spinnen-spawnende Stalker-Spinn. Und da ist ein Fetti. Und wieder aufgeladen. Und ansonsten ist hier nichts weiter. Da drin waren wir bereits. Glaube ich. Mich zu erinnern. Und ansonsten hätten wir alles. Ich könnte die Pilze kaputt machen und versuchen irgendwas. Moment. Ich mache die Pilze kaputt. Aus einem ganz einfachen Grund. Dass ich damit vielleicht was freispielen könnte. Irgendein neues Item, wenn ich genug Pilze kaputt mache. Was für Scheiße und für Steine gilt, kann doch auch für diese Pilze gelten. Warum gehe ich jetzt da rein? Aufpassen, nicht dagegen laufen. Notfalls hätte es da auch ein Herz gegeben. Steine kaputt machen! So. Den Geheimraum suche ich jetzt nicht, das lohnt sich nicht. Und unser Gegner ist Gordy, der gerne in Eingeweiden wühlt. So, Steinmeiler unten kaputt machen. Ach, verdammt, ich habe mich treffen lassen von dem Penner. Und schon wieder. Hier fliegen Heinz, mach die mal platt. Und Spinne, mach die auch mal platt. Spawn deine Spinne und mach ihn platt. Lish Hobby has appeared in the basement. Och man. Wir kriegen nur beschissene Pillen hier. Na okay, Hairs Up ist so, genauso gut wie ein Item, was man bekommen könnte. Speed Down. Okay, sind wir ein bisschen langsamer. Können wir nicht einfach so in Sachen reinrennen. Ich hole mir mal kurz ein Herz. Und dann können wir uns ja teleportieren. Oh, das, falls ich irgendwo rauskomme, wo ich nicht rauskommen will... weiß ich nicht, wo ich denn bin. Boah, ich wäre fast in die Stacheln gelaufen. Teleport! Wir sind irgendwo rausgekommen, wo ich nicht weiß, wo ich bin. Ah, ich weiß, wo ich bin. Gut. Wir haben auch noch eine zweite Telepille. Moment. Spinne ich oder war ich da noch nicht drin? Nee, ich war da schon drin. Also ich spinne. Und wir werden verfolgt von Spinnen und Fliegen und irgendwelchen komischen Babys. Sieht aus wie irgend so ein komischer japanischer Dämon. Orientierung. Wir müssen die zweite gelbe Pille finden. Zweite gelbe Pille. Wir müssen nochmal teleportieren. Da. Okay, wir sind im Bossraum gelandet.
Okay, und diese Pillen können wir da liegen lassen. Obwohl, vielleicht hätte ich die doch mal mitnehmen sollen. Vielleicht hätten wir ja den Ehrendoktortitel bekommen, der alle Pilleneffekte ins Positive. Also, alle Pillen wären positiv. Also keine negativen Pillen mehr. So, wir sind in the Deeps. Und wir werden begrüßt von Super Goblins. Und ich bin viel zu langsam, um von denen wegzurennen. Aber ein Glück machen wir genug Schaden, damit die mir nichts anhaben können. Und Abgetriebene. Die können sich ein bisschen teleportieren. Manchmal teleportieren sie sich zu einem ran, was nervig werden kann. Und hier haben wir einen Boss, die Albtraumversion von den Larry Brothers. Von Larry Junior. Laserspinnen. Die habe ich ja schon erwähnt. Ja, Fliege macht die mal platt. Dankeschön. Muss meine Katze regelmäßig benutzen, damit ich Fliegen bekomme. Laserspinnen. Aber ich bin genau reingerannt. Und nochmal. Weil es so toll war. Erstmal nach links. Die gehen nach unten. Schnell durch. Nee, meine Spinnen gehen da nicht von kaputt. Und Zombie-Riesen, die da eingeschlossen sind. Das ist aber schlecht für die. Okay, hier ist ein Feuer. Hier können wir ein bisschen vielleicht was finden. Ich krieg langsam Hunger. Wie lange spiele ich schon? 46 Minuten. Wow. Schon 46 Minuten. Ich glaube, es wäre kürzer, hätte ich nicht so viel am Anfang erklärt. Wie meine Fliegen einfach mal alles kaputt gemacht haben. Und fliegen. Vorher erstmal das da einsammeln. Und Schatzraum. The Mulligan. Sehr geil. Jetzt habe ich selber diesen Fliegeneffekt, was mein Rotten Baby hat. Heißt, wenn ich Gegner treffe mit Tränen, dann spawnen Fliegen. Oh nein. Ganz schlecht hier drin. Ganz schlecht. Können wir jetzt Fliegen spawnen? Ja, können. Ein Goldhaufen, der droppt gern mal Geld. Hier, Nickel. Normaler Penny. Jetzt bei Penny. So, wir sind der Meister der Fliegenrad. Wir können selber Fliegen spawnen lassen. Unser Rotten Baby kann Fliegen spawnen lassen. Und wir haben noch den Katzenkopf, womit wir auch nochmal Fliegen spawnen lassen können. Sehr gut. Oh, ein Engel. Die Albtraumversion oder die stärkere Version der Abgetriebenen. Oh. Was bist du? Wo kommst du denn her? Warum war der unsichtbar? Fliegen spawnen. Oh Mann, ich müsste zwei Schlüssel benutzen, um da ranzukommen. Einmal, um hier den Schlossstein wegzubekommen und natürlich, um die Truhe zu öffnen. Und ich sage nö. Und ich habe Schaden genommen. Finde ich nicht gut. Und ich gehe in den Shop. Was ich gut finde, ist... naja, okay. Eigentlich brauchen wir die 9 Volt nicht. Weil wir sie nicht brauchen. Also, die 9 Volt hätte bewirkt, dass wir Sachen schneller aufladen. Oder ist es das andere, wodurch nach ein paar Sekunden sich das Item auflädt? Ich weiß es gerade nicht. Es gibt, glaube ich, zwei verschiedene Batterien. Auf jeden Fall gab es damals zwei verschiedene Batterien. Die eine hat ein Item voraufgeladen. Also so, dass man einen Aufladepunkt weniger brauchte. Und die andere hat dann dreimal im... nach, glaube ich, 13 Sekunden das Item aufgeladen. Ich kaufe mir jetzt noch ein Silberherz. Warum bist du weiß? Und was machst du? Was kannst du, weiß? Der ist irgendwie unverletzbar. Oder ist...
Ach, ich kann ja dingsen. Ich kann ja Steine kaputt machen. Oh, und in welche Richtung ich die kaputt mache, wirkt ja dann auch. Kann ich auch Schädel kaputt machen? Ich kann auch Schädel kaputt machen. Ich hab's total vergessen. Wir kommen ja an einen Haufen Zeug ran. Dadurch. Okay, wir müssen ja eh, glaub, nochmal zurücklaufen. Vaginale! Ein Herzvaginale. Ein herzroter Vaginale. Oh, das war ein Zombie-Vaginale. Es gibt die Vaginalen. Die sehen halt aus wie kleine Muschis. Und die haben halt diese Blutungslaser. Und dann gibt es die Zombie-Vaginalen. Die können halt nach vorne und nach hinten schießen. Je nachdem, wo sie hinten sich drehen halt. Schießen sie hin. Und da haben wir einen Bomben-Riesen-Zombie. Und da ist der Boss. Und zu dem möchte ich noch nicht. Und ich habe Bomben und... Ich glaube nicht, dass ich den Dings finde. Würde mich wundern, wenn ich mit meiner komischen Steinkaputtfähigkeit den Geheimraum einreißen könnte. Aber trotzdem gibt es jetzt hier die Möglichkeit, dass der hier sein könnte. Was er auch ist. Und hier gibt es wieder Geld. Geld ist gut. Kann man gebrauchen. Ich bräuchte mehr Schlüssel. So, ich gehe jetzt da mal rein. Okay. Meine Fähigkeit funktioniert nicht mit der Truhe. Schade. Okay, dann schieben wir sie mal da an den. Ich schieb die mal an die rote Truhe ran. Okay, dann schieb ich die jetzt an die andere rote Truhe ran und hoffe, da ist eine Bombe drin. Oder was Gutes. Entweder das oder was Gutes. Nein, es ist eine komische Pille, was ich nicht weiß, was die macht. Das ist eine Amnesie-Pille, die werde ich garantiert nicht benutzen. Lemon Party kann man benutzen. Ja, dann springen wir hier mal die Truhe auf. Okay. Und das war die Health-Down-Pille. Ach, die Geister. Die machen sich unsichtbar und kotzen denn. Die sind eklig. Und blaues Feuer. Blaues Feuer kann man nicht ausschießen, sondern nur aus Bomben. Also nur mit Bomben kaputt machen. Oder kann ich das auch kaputt laufen? Nee. Und die Stahlblöcke kann ich eh nicht kaputt machen. So, dann laufen wir jetzt... Wo laufen wir jetzt hinten? Ich laufe nochmal die ganzen Steine ab. Wenn wir irgendwas mit... Oh, wow. Ich habe vergessen, dass ich langsamer bin. Eigentlich. Gab es hier noch Räume mit Steinen? Nein. Kann ich auch Kacke kaputt latschen? Hier noch Steine. Einfach mal kaputt machen. Schneller! Ich bin ein bisschen zu langsam. Da war ich schon drin, oder? Ja. Jetzt noch die andere Seite aus Kundschaften. Hier sind keine Steine drin. Und hier sind nur Metallblöcke. Okay. Da werde ich verfolgt von meiner Entourage, oder wie das auch immer heißt. Entourage? Mein Gefolge. Da könnte ich zwei Schlüssel verschwenden. Was ich aber nicht will. Gab es da drin einen Schlüssel? Nein, gab es nicht. Aber eine Batterie. Wir haben genug Kohle. Komm. Noch mehr fliegen. Können wir gleich gegen den Boss gut gebrauchen, glaube ich. Und dann setzen wir drin auch gleich unsere Lemmel-Party-Pille ein. Und setzen ihnen eine Giftpfütze hin. So, Monstro 2. Wie geht's dir? Ach, Scheiße, hat mich getroffen. Flieger in Angriff! Macht Schaden! Ich sollte mehr darauf achten, dass ich mal auch aus dem Weg gehe. Laser! Ja, ist die Albtraum-Version von Monstro halt. Und Milk! Breakfast! HP ab! Ein Herzcontainer mehr, ist gut. Habe ich schon geguckt? Ah ja, wir haben den Geheimraum schon. Und weiter! Das hier ist jetzt auch die letzte Ebene.
für diese Aufnahme, weil wir nicht weiterkommen. Hier treffen wir denn auch Mom am Ende. Aber erstmal weiter erkunden und Sachen freispielen und so. Oh, die... Ah, das ist interessant. Diese Schädel da drunter können also die Viecher sein. Das war irgendein Dämonvieh, was wir sofort getötet haben, was ich noch nicht kannte. Och, du Scheiße. Das ist ein fieser Raum. Ein Glück machen wir Schaden. Ein Glück haben wir unsere Fliegen. Und ein Glück können wir Steine kaputt machen. Ist hier zufällig ein... Seht ihr hier einen Stein mit einem X drauf? Das wäre nämlich denn ein blauer Stein, den wir einfach nur nicht erkennen als solchen. A Lucky Rock hat es probiert in the Basement. Da, der hat... Hier, der hier unter uns. Der hat ein X. Man kann die gut erkennen dadurch. Muss man sich halt nur merken, dass das Steine mit X drauf sind. Und natürlich haben wir jetzt den Lucky Rock freigespielt. Der jetzt auch zufällig ab und zu unter so einem blauen Stein sein kann. Oh, scheiße. Zelda-Hände. Zelda-Hände. Ihr kennt sie alle. Kennt sie alle. Wenn wir von ihnen erwischt werden, dann werden wir aus dem Raum teleportiert. Genauso funktionieren die Scheißviecher. Außerdem kriegen wir Schaden. Und da haben wir ein schwarzes Herz. Unser erstes schwarzes Herz. Wenn wir das verlieren, dann wirkt das wie das Necronomicon. Das ist ein Item. Das ist ein Buch, was allen Gegnern im Raum Schaden zufügt. Meistens so viel Schaden, dass die auch gleich sterben. Meistens überleben es nur Champions oder Bosse allgemein. Halt Viecher, die mehr Leben haben. Da haben wir alles abgegrast. Neue Fliegen bitte. Vaginale. Da oben ist ein Zombie-Vaginale. Ein Herz-Vaginale. Also ein Herz-Champion-Vaginale. Vaginale, Vaginale. Ansonsten kommen wir nirgendwo ran. Wir können ja leider nicht fliegen. Okay. Wieder so ein Raum. Aufpassen, dass der mich nicht anschadet. Mach die platt. Die scheiß Blitzekacke, Viecher. Schlüssel. Geld. In den goldenen Haufen kann, glaub, der Goldpenny drin sein. Der bewirkt, wenn wir Geld einsammeln, kriegen wir nochmal Geld. Ah. Gravitationsstein, der zieht mich an. Ich muss, und er zieht, wie man sieht, auch meine Tränen an. Ich möchte trotzdem die Bombe haben. Der hört auch nicht auf, wenn wir den Dings clearen. Was? Warum sind... Was ist das für eine Tür? Warum sind da Schädel drum? Geht mal drauf, alle hier. Sterben tut der... Tut. Trollbombe. So. Auch nochmal die restlichen Steine kaputt machen. Obwohl wir es jetzt eigentlich schon freigespielt haben. Oh, ein Bettler. Wir haben Geld für dich. Ja, ich hab's rüber geschafft. Sehr gut. Bettler können Items geben. Entweder so kleine Sachen, also Pickups wie Münzen, Bomben, Schlüssel, Herzen oder halt auch richtige Power-Ups. Wie da das da gerade. Was ist das? The Black Bean. Toad in Touch. Ich weiß nicht, was das macht. Ich glaube, die gab es in Vorgängerspielen. Da wusste ich auch nicht, was die wirklich macht. Ich habe die ignoriert. Und einen Shop. Ach, da ist er sogar. Ich hätte die blöde Pille mitnehmen sollen. PhD. Ehrendoktortitel. Und wir kriegen eine Pille. Ist leider nicht die Pille, die ich möchte. Und das restliche Geld. Nee, wir kehren hierhin zurück, wenn wir nur noch den Boss machen müssen. Wenn wir den Boss besiegt haben, dann ist das Spiel automatisch beendet für diese, für diesen Run. Und deswegen gehen wir vorher dann nochmal zurück. Und das blaues Feuer, das kriege ich nicht aus, außer ich benutze Bomben. Deswegen gehen wir da wieder weg, weil es bringt mir eh einen Scheiß. Und wir könnten aber versuchen, hier vielleicht den geheimen Raum zu finden. Der ist da nicht. Ah, ich wäre fast. Scheißgeister.
Spuckköpfe! Spuckgötzen! Ach ja, wir waren noch. Waren wir noch nicht? Bob Spray, Explosive Dings. Was macht der? Der verhält sich wie. Wie Little Chubby. Explodiert das Ding, wenn das Gegner berührt? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Hier haben wir einen Arcade-Raum. An dem will ich jetzt nichts zu schaffen haben. Oder an dem mache ich mir jetzt nichts zu schaffen. Ja, er explodiert. Und ich furze, wenn ich Schaden mache. Okay, der ist gefährlich, der komische. Und er ist weg. Da ist er wieder. Okay, der ist sehr gefährlich. Oh, ich lass mich treffen von den scheiß Viechern hier. Wir lassen mal die Batterie da. Vielleicht finden wir irgendwie noch ein Item, was wir irgendwie noch benutzen können. Was wir gerne auch doppelt benutzen würden. Ach, ich lass mich auch noch treffen von den Scheiß. Ja, toll. Bobs Brain ist zu langsam. Moment. Geheim. Hier unten könnte noch der Geheimraum sein. Was der auch ist. Oh, ein Schlüsselbäcker. Oh, die mal da. The Liberty Cap. Okay, da können Dings. Der Schlüsselbäcker möchte Schlüssel. Wir haben auch nicht viele Schlüssel, deswegen lassen wir das sein. Und nimm den Liberty Cap mit, weil der macht pro Raum irgendwie random unsere Stats verbessern. Oder er lässt uns kurzweilig die ganze Karte sehen. Für einen Raum lang. Oder. Und da ist ein Psycho-Bauchnabel. Au, und er hat mich getroffen. Diese Sau. Und wir haben noch mehr Fliegen. Und angehalten. Und ich bin zu früh. Aber wir haben ja ein Glück hier noch lauter Herzen. Also können wir den Schaden verschmerzen. Hahaha. So. Dann machen wir mal das so, dass wir hier unser ganzes Geld ausgeben. An diesen Spendautomat. Bei 10 kriegen wir a Blue Map. Also ist jetzt freigespielt. Kann sein, dass das Ding jetzt spawnt. Oder dass wir das einsammeln können. Bla bla bla. Kann also sein, dass es in einem Goldraum ist. Store Upgrade Level 1. Was macht das? Keine Ahnung. Kriegen wir jetzt bessere Sachen in Stores? Okay, damit haben wir nichts mehr. Denn, achso. Mist, hätte ich vielleicht machen können, um da die... Hätten wir 3 sparen können, um da das Ding zu kaufen. Die Batterie, um noch mehr Fliegen zu haben gegen Mutter gleich. Aber wozu? Wir pissen den da einmal kurz hin. Und er ist gut. Meinen letzten Schlüssel gebe ich jetzt auch noch den Jungen da. Und er möchte natürlich mehr Schlüssel. Ich habe aber nicht mehr Schlüssel. Schlüssel sind sehr, sehr selten. Tut mir leid. Einmal nochmal das. Noch mehr Fliegen. Isaac! So, doofe Kuh. Einmal hingepisst. Oh, die haben kurz Schaden genommen. Ah, sie auch. Und tot. Isaac was cornered. His mother, fueled with the desire to serve her god, was bearing down on Isaac. I will do as I'm told, my lord. I love you above all else, Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over. Und jetzt kommen die lauten Credits. The Binding of Isaac Rebirth.
Das sind die ersten Credits. Wir haben das Spiel noch lange nicht durchgespielt, wisst ihr selbst. Dafür gibt es genug Sachen zum Freispielen und es gibt noch weitere Ebenen, die wir jetzt freigespielt haben. Aber das war halt der Auftakt, sozusagen, von The Binding of Isaac Rebirth. Und ja, wir waren erfolgreich. Natürlich waren wir erfolgreich, denn ich bin ein professioneller The Binding of Isaac Spieler. Wir haben The WOM freigespielt, wir haben Challenge 20 freigespielt, wir haben neue Bosse freigespielt und ein neues Item und bla 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 bla. Wir sehen uns beim nächsten Mal, beziehungsweise, ja, wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme, bei der nächsten Runde, beim nächsten Run. Glück auf, euer Hyde. Tschüss!